irgendwie nicht töten und gar nichts. Okay, das erste, was ich denn jetzt mal vorschlagen würde, wäre... Pumpkins, ich gehe mal so ein bisschen hier so Wildschweine ärgern, ne? La 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 la. Ne, aber wir gehen hier mal rein und erkunden. Nochmal hier schnell schön speichern. So muss das sein. So, was haben wir hier? Eine Schädelblüte. Dab, 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 dab. Ach, wir werden hier noch der Biologe. Also habe ich das Gefühl. Ach du Heilige, wo geht's hier denn lang? Da sind Wildschweine. Sehr schön. Wildschweine gleich Ruhm. Und Fleisch, Fleisch, Fleisch. Fleisch ist immer gut. Fleisch ist lecker. Da war was. Nein! Es greift mich an. Komm her. Warzenschwein, renn an mir vorbei. Ja, toll. Ihr seid zu zweit, ihr Ekelhaften. Ich schaff das gegen beide. Ich versuch das jetzt einfach mal. Immer schön auf den Kopf bei den Viechern. Errungenschaft freigeschaltet, Einsteiger. Ich würde ja jetzt gerne mal wissen, wofür. Wahrscheinlich tötet 10 Warzenschweine oder so. Weil wir irgendwie so ein guter Jäger sind. So, Warzenschwein nochmal hier geplündert und nochmal da vorne hier. Zack. Komm her, du. So. Kurz nochmal räuspern. Verzeihung. So. Da habe ich doch was gesehen. Moment mal, wartet mal eben, wartet mal. Eine Gaganuss, so eine schöne, richtig harte. Da unten ist wieder ein F... Nein! Da ist er! Da ist er! Und... Hallo? Hast du Probleme, Mann? Geh weg, du! Scheiße, der Jaguar! Ihr habt gemerkt, hast du mal kein Gewehr, fällt der Kampf fällt der Kampf gegen einen Jaguar sehr schwer? Naja, liegst du danach tot am Boden, hat der Jaguar scharfe Pfoten. Ihr müsst verstehen, so lyrisch begabt bin ich jetzt auch nicht. Nee, aber ganz ehrlich, heftige Scheiße. So ein Jaguar, der kann schon was, also unterscheide ihn nicht wie so ein Spast, wie ich das gemacht habe. Was bist du denn? Oh mein Gott, was ist das denn? Das ist ja ein größerer Affe, das ist ja ein Krallenaffe. Juhu, die kenne ich ja noch hier, Kollegen. Lauf nicht im Kreis herum. Verdammter... Scheiß Krallenaffe, hast du nichts gedroppt? Das ist zum Beispiel so eine Sache, was ich in Risen 2 jetzt nicht verstehe. Was ist das denn? Blutwurzel. Sehr schön, brauchen wir noch 10 Stück von. Habe ich nicht vergessen. Nee. So, da unten haben wir, glaube ich, noch ein Äffchen. Nee, da haben wir Warzenschweine, die sich hier kugeln. Dann kommt mal rüber, dann könnt ihr euch mal vor meiner Klinge kugeln. So, badam, dam, dam, dam. Stirb, du böses Wesen. Lass mich in Ruhe. Und das war's, oder? Verdammtes Warzenschwein, ey. Also so viel zum Thema, wo kriegt man den Ruhm her? Das ist eigentlich recht einfach. Man geht einfach Wildschweine schlagen. Und jetzt, ganz ehrlich, ich will mal was testen, ja? Voodoo, Gold, Ruhm, Ruhmkosten, das kostet auch 1000. Also irgendwie... habe ich das Gefühl, wir hätten das Gold damals dafür nicht ausgeben sollen. Dann hätten wir jetzt vielleicht mehr davon gehabt. Kann ich vielleicht nochmal mit meinem guten, wertigen Freund Pumpkins reden? Pumpkins! Wo finde ich einen Büchsenmacher? Hier in Puerto Sacarico gibt es keinen. Wir bekommen unsere Waffen aus Caldera. Aber vielleicht findest du einen bei den Piraten im Osten. Allerdings weiß ich nicht genau, wie du da hinkommst.
Ich hätte da jetzt mal auch so eine Vermutung, das ist auch schon wieder so eine These, aber es wäre halt wieder elendig viel Weg. Naja, okay, es gibt Schlimmeres. Aber ich will euch das ja ersparen, weil das ja jetzt nicht wirklich so spannend ist, immer von hier zum Piratennest zu laufen. Aber ich hätte da so einen Verdacht. Wir haben ja jetzt das Kopftuch und wenn wir zum Schmied gehen, dann reicht ihm das Kopftuch als Beweis und wir kriegen diesen Dietrich. So. Jetzt haben wir aber mehrere Probleme, weil erstens, wir können im Piratennest auch nichts machen mit unseren 215 Gold. Das ist nichts. Das ist gar nichts. Das ist immer noch sehr, sehr wenig Geld. Und das Schloss knacken kann ich hier bei Largo, dem Sack, immer noch nicht erlernen. Wobei wir ihm einen Gefallen tun sollen, weil er in der Zelle sitzt und dann ist er auch noch so dreist und verlangt Geld dafür. Also das kann ich bis heute nicht verstehen, tut mir leid. Du bist so ein Mongo, ne, ganz ehrlich. Und ja, ich glaube, dieses Let's Play beinhaltet oder ja, wird auch wieder eine Menge, ja, sehr kräftige, wie nennt man das heutzutage, so schöne, ja, Fäkalsprache beinhalten. Verzeiht mir dies schon mal. Jetzt hätte ich da aber, Moment, hier sind wieder diese geilen Zoom-Pflanzen. Ich habe mal eben wieder kurz gespeichert. Ich hätte da jetzt aber mal noch einen Verdacht, ne? Weil... Moment mal, hier geht's ins verbotene Territorium, oder? Ja, oh oh, ins Osten, in den Osten sollte ich ja eigentlich gar nicht. Ich wage mich da jetzt einfach mal hin. Okay, ich bin mir sicher, dass die Schwarzen, ja, ich nenne sie jetzt einfach Schwarzen, weil das ist doch so. Diese Einwohner, dass die mich wirklich töten, wenn ich da in der Nähe bin. Aber man muss halt aufpassen und darf es nicht provozieren. Ich bin doch nur ein Erkunder, ich schaff das schon. Ne, Äffchen, komm mal rüber. So, Kleiner. Bam, bam, bam. Jetzt gibt's was auf den Schädel. So, nochmal ein Proviant schlucken. Oh, oh, da unten sehe ich doch schon den ersten. Mit dem Speer. Der ist doch am Jagen, oder nicht? So, ich hoffe, dass der jetzt nicht auf uns losgeht. Okay, Leute, jetzt mal ernsthaft. Ich speichere mal kurz und wir wissen, was die da unten machen. Oh oh. Don't kill me! Don't kill me! Hey! Japanese guys! Don't kill me! Why do you want to kill me? Stop it! Oh oh. Verdammt. Ja. Ich würde mal sagen, weiter. Warte mal, verfolgst du mich etwa? Du Huhn? Hat er mich gerade Huhn genannt? Du nennst mich nicht. Du mit deinem komischen Sidekick bist jetzt auch nicht cooler. Oh oh. Wir haben nicht mehr viel. Was? Das war ja jetzt wummer mies. Das war ja wummer richtig mies. Da sind wir fast tot. Ich habe Proviant geschluckt bis zum geht nicht mehr. Und auf einmal, ja, kommt von irgendwo ein Speer her. Verdammter Bob, Alter. Das, geh mal hier. Kannst mich mal, ja. So, zum Glück haben wir hier gespeichert. Ja, man sollte die wilden Sklaven da im Osten nicht provozieren. Also merkt, Kinder, wenn ihr irgendwo mal Menschenhandel mit schwarzen Leuten betreiben wollt, wobei die Hautfarbe natürlich egal ist, weil wir ja weder Rassisten sind noch irgendwie Nazis, irgendwelche Scheiße. Und das meine ich jetzt ernst, also nicht irgendwie, dass da jetzt jemand kommt mit Dash, hast du was gegen Schwarze? Nein, aber... Dieses Spiel, ne, zeigt euch, dass irgendwelche komischen wilden Sklaven, die im Wald wohnen, also irgendwelche Buschkinder, ja, Speere auf dich werfen und einfach, naja. Steck ja nichts ein. Ja, ich steck nichts ein, Vasco, Alter. Ganz ehrlich, soll ich dich mal umboxen hier mit solchen Sprüchen? Da machst du dich gleich mal ganz unbeliebt bei mir. So. Die Frage ist jetzt, wie, wo und warum und was? Hier bin ich auch noch nicht lang gegangen, oder? Oh, Leute, es gibt so verdammt viel zu erkunden. Und ganz ehrlich, ich versuche mein Glück gleich nochmal. Ich mach das einfach. Ich meine, ich habe ja nichts zu verlieren. Der hier braucht sich gar nicht zu freuen, der Affe. Ich gehe gleich nochmal, ins Piratennest mit dramatischer Musik. Nein, aber ich gehe gleich nochmal ins Piratennest und versuche mit Stone zu reden da. Ich habe ja mein Kopftuch. Und vielleicht komme ich ja im Piratennest weiter, wer weiß.
Vielleicht kriegen wir ja durch irgendeinen Zufall ganz viel Gold. So. Spielstand wurde gespeichert. Ja, das helfe ich auf jeden Fall oft. Altes Schwert. Oh, was haben wir hier im Pokal? Hallo, Pokal. So, badabadab. Dab, dadadadab. Wir haben ja jetzt ein Schwert gefunden, ne? Ist das gut oder ist das eher nicht so? Ey. Haben wir es jetzt? So, altes Schwert. Stichwaffen plus 5. 15 bis 30 Schaden. 20 bis 40 das Offizierschwert. Gut, dann haben wir 30 Gold mehr. Weil das können wir verkaufen. Aber wir können jetzt nicht in der rechten Hand das Offizierschwert. Und wir können aber nicht in der linken jetzt noch irgendwie... Ah, okay. Da kann ich so eine Sachen zum Trollen nehmen. Sand und Gaganüsse. Okay, also den Gegner blenden und... Haha! Hahaha! Hahaha! Seht ihr das? Wir haben den Jaguar überlistet. So, Kollege, was bewachst du denn? Beziehungsweise der kommt... Moment mal, wartet mal kurz. Ich habe eine ganz böse Vermutung. Ich habe eine ganz, ganz böse. Wartet. Wartet, Leute. Ich speichere mal, auch wenn das hier jetzt mein Tod sein kann. Ich habe da nur so eine kleine Vermutung, Leute. Oh, toll. Es wird gleich mal viel dunkler und dramatischer. Muss ich dazu noch was sagen? Also, das war eine Grabspinne. Wo die einmal hinlangt, da wächst kein Leben mehr. Nein, aber... Habt ihr das Viech gesehen? Oh, zum Glück sind wir da draußen. Sind wir da wieder raus. Ja, das war nämlich meine Befürchtung. Erstens, dass da so ein Viech rumlungert. Und zweitens, wenn wir da durchkommen, dass da... Spätestens dann der Tod auf uns lauert. Vielleicht werden wir im späteren Spielverfahren nochmal sehen, wieso. Da oben ist eine Kiste, die habe ich auch übersehen. Lalalala. Wurzenschwänsche, komm mal rüber, Bamsen. So, mein Freund. Und ihr merkt doch, glaube ich auch selber, wenn ihr jetzt ein Video bei mir schaut oder nicht, also das macht Spaß. Ganz ehrlich, ich kann dem Spiel irgendwie nicht böse sein. Natürlich, es gibt Stellen, da regt man sich auf, aber man muss halt einfach auch mal nachdenken bei Spielen. Und naja, wer das vernachlässigt, so wie ich, der muss dann halt immer mal wieder zurückgehen und Kisten mit Proviant und Gold, ja, leeren. Ne? Nee, aber wir gehen jetzt weiter. Immer heiter.